Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal eine etwas andere Methode vom Car-to-Car-Merch-Glitch zeigen. Mit dieser Methode könnt ihr euch auf jeden Fall in einem Durchgang eine 10er-Garage merchen. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür, wie zuvor auch, die Hilfe von eurem Freund. Ihr braucht auf jeden Fall das Auto, wovon ihr die Settings übertragen wollt. Ebenso braucht ihr halt noch so viele Autos, wie ihr euch merchen wollt. Wenn ihr euch eine 10er Garage merchen wollt, dann stellt euch in irgendeine Garage halt die Autos rein, die ihr nicht mehr benötigt, die ihr dann merchen wollt. Wie gesagt, die Autos sollten dann alle in einer Garage zusammenstehen. Im besten Fall benötigt ihr auch noch einen CEO-Buzzard. Und ja, ebenso müsst ihr noch einmal die Markierungsoptions einmal einstellen, so dass euch die Jobs auf der Karte angezeigt werden. Das macht ihr einfach im Interaktionsmenü, dann geht ihr auf Markierungsoptions und dann könnt ihr die Jobs alle auf eigene anstellen. Und ja, ebenso braucht ihr noch die Hilfe von einem Freund, der in einem Job für einen Titan drin ist, in einer Einladungssitzung. Solltet ihr jetzt keinen Freund haben, könnt ihr auch den Bot benutzen. Anabak 2 werde ich euch auch in der Videobeschreibung noch verlinken, da ist gar kein Problem. Das ist ein Bot, den könnt ihr 24/7 für solche Sachen immer benutzen. Und wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch einfach mit eurem Freund zum LSK-Meet. So, seid ihr dann im LSK-Meet angekommen, kann euer Freund ganz einfach in sein Auto einsteigen. So, ist der Freund in sein Auto eingestiegen, bleibt er einfach nur in seinem Auto sitzen. Wir begeben uns einfach zu unserem Auto, steigen einmal in das Auto ein, dann drücken wir einmal Viereck. Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Ja, hier tun wir jetzt irgendwas ändern, irgendwas günstiges. Was hier ändert, ist völlig egal. Am besten irgendwas günstiges. Ich ändere gerade die Panzerung. Dann die Tuning-Werkstatt einfach wieder verlassen. So, als nächstes steigen wir aus unserem Auto aus. Unser Freund sitzt immer noch in seinem Auto drin, schickt uns jetzt eine Einladung, eine Sprinteinladung. Die Sprinteinladung öffnet ihr einfach ganz normal oben im Interaktionsmenü. Könnt ihr eurem Freund dann einfach zum Sprint einladen. So, wir haben die Einladung angenommen und wenn der Countdown jetzt auf 2 Sekunden runtergelaufen ist, ihr seht ja, die Zeit, die läuft ab, 18, 17, 16, ist der Counter bei 2 Sekunden, muss euer Freund X durchspammen. Das ist wirklich ganz wichtig. Ein ganz kleiner Timing-Part, aber ist wirklich nichts Schweres bei. So, 5, 4, 3 und jetzt fängt der Freund an, X durchzuspammen. Ihr werdet dann einen schwarzen Bildschirm bekommen. Einen unendlichen Ladescreen, das ist auf jeden Fall perfekt. Ja, jetzt kommt der Bot oder beziehungsweise der Freund ins Spiel. Den dann einmal beitreten. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne Anabak 2 dafür benutzen. Die erste Meldung warten wir jetzt, bis die einmal erscheint. Die erste Meldung, die können wir dann sofort einfach annehmen. In der zweiten Meldung bleiben wir zwischen 3 bis 5 Sekunden drin. Bestätigen diese Meldungen einmal. Und dann werden wir wieder so einen verpackten Hintergrund bekommen. Das ist auf jeden Fall perfekt. Gehen wir wieder in das Interaktionsmenü und begehen einmal Selbstmord. So, solltet ihr jetzt auf der Map spawnen, aber ohne Auto, könnt ihr euer Auto ganz einfach wieder übers Interaktionsmenü persönliches Fahrzeug anfordern. Das ist dann auch gar kein Problem. In meinem Fall habe ich jetzt das Auto. Und jetzt einfach auf Options gehen und jetzt müssen wir einmal ganz oben links auf der Karte das Stunt-Rennen starten. Nicht das Capture starten, sondern einmal das Stunt-Rennen starten. So, diese Vorbereitung, die müsst ihr auch nur ein einziges Mal machen und dann könnt ihr euch eine 10er-Garage merchen. So, sind wir dann im Jobmenü angekommen. Können wir den Job dann auch ganz einfach wieder verlassen. Ja, und jetzt in der Lobby wieder angekommen, können wir uns wieder frei bewegen, begeben uns dann wieder zu unserem Auto und fahren dann mit dem Auto einmal in die Penthouse-Garage rein. So, mal gucken, welche ich noch frei habe. Ich glaube, ich müsste Penthouse 2, müsste ich noch was frei haben. Gucken, ob ich da noch ein Auto habe, was ich noch aufgeben kann. So, als nächstes registrieren wir uns einfach einmal als CEO, gehen dafür ins Interaktionsmenü, dann Secure Reserve, einmal als CEO registrieren. Haben wir das dann gemacht, steigen wir in das Auto ein, was wir uns jetzt merchen wollen. In meinem Fall gebe ich einfach den Slam Van hier auf. Ich habe da eh noch ein paar Stück von.
Und ja, der wird auf jeden Fall jetzt gleich die Settings von dem anderen Auto bekommen. Wir steigen jetzt dann einmal aus, sobald wir draußen angekommen sind. Warten einen kleinen Moment. So, steigen aus dem Auto aus. Gehen dann einmal ins Interaktionsmenü und fordern uns dann einmal den CEO-Buzzard an. Deswegen haben wir uns auch als CEO registriert. Denn hier mit dem CEO-Buzzard könnt ihr euch am besten selbst umbringen. Wenn ihr jetzt einen Freund habt, der ein MK2-Bike oder sowas habt, könnt ihr euch auch mit dem MK2-Bike umbringen. Oder euer Freund erschießt euch, das geht natürlich auch. Ihr müsst euch einmal töten. Ich zeige jetzt einmal diese Variante. Ihr lasst einfach den Motor laufen, so dass die Rotorblätter sich drehen. Das war jetzt gerade Vorführeffekt. Wie gesagt, einmal kurz einsteigen, so dass die Rotoren sich drehen. Und dann könnt ihr ganz einfach dann Selbstmord begehen. So, wir laufen dann einfach hinten in die Rotorenblätter rein. Begehen Selbstmord und wenn wir jetzt spawnen, werdet ihr sehen, dass wir mit dem neu gemergten Auto spawnen. Und ja, das Auto, das fahren wir jetzt dann ganz einfach in die Garage rein. So, dort angekommen, können wir jetzt direkt das nächste Auto mergen. Man kann auch Motorräder mergen. Ich zeige euch das jetzt anhand eines Motorrads mal noch ein Beispiel. Wir steigen einfach auf das Motorrad auf. Wir wiederholen jetzt gerade einfach wieder den Step mit dem CEO-Buzzard. Wir steigen dann einfach von dem Motorrad ab, begeben uns dann wieder zum CEO-Buzzard. Sobald die Rotorenblätter voll aufdrehen, einfach aussteigen und dann können wir uns wieder selbst umbringen. Und wenn wir dann jetzt wieder spawnen, werdet ihr sehen, dass sich die Settings auch auf das Motorrad übertragen haben. Und ja, so könnt ihr jetzt die ganze Zeit weiter euch die Fahrzeuge mergen. Ob der Glitch jetzt garagenübergreifend ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Es hat bei mir jetzt nicht funktioniert, aber auf jeden Fall könnt ihr euch dann, wenn ihr dann eine Garage voll gemacht habt und dann die nächste wieder dann mergen wollt, dann müsst ihr dann einmal diesen Step im LSK mit wiederholen. Ansonsten, ja, wie habt ihr gerade gesehen, könnt ihr euch 10 Fahrzeuge in einem Durchgang mergen. Ja, den Glitch, den habe ich bei meinem guten Freund DDR-Mods gesehen. Ihr könnt ja auch gerne mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Das lohnt sich auf jeden Fall und würde mich wirklich sehr freuen. Der Kanal ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Und das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.